Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr euch Microsoft Visual Studios 2013 herunterladen könnt. Allerdings kostet das natürlich sehr viel Geld eigentlich. Jetzt gibt es aber da einen kleinen Haken für all diejenigen, die nicht an der TU studieren. Nämlich für euch ist dieses Tutorial vollkommen nicht nutzbar, denn es sei denn, ihr habt einen Freund, der einen DreamSpark-Account bei Microsoft hat, dann schon. Aber für die lieben Studenten und Kommilitonen und so weiter ist es möglich, sich Microsoft Visual Studios 2013 kostenlos zu bekommen, denn die TU hat einen DreamSpark-Account. Dazu geht ihr einfach mal hier auf Google. So, google.de. Und dann gebt ihr ein Dream Spark TUM für Technische Universität München und geht hier auf diesen Link. Willkommen zur München Rechner Betriebsgruppe. Vergünstigter wird dreamspark.rbg.tum.de. Da klickt ihr drauf, da werdet ihr weitergeleitet. So, jetzt müsst ihr euch anmelden. Und zwar braucht ihr hier eure Kennung, die bekommt ihr als Studenten auf eurem TUM Online Account, in eurem TUM Online Account. Da müsst ihr euch einloggen und dann habt ihr hier eure E-Mail at mytum.de mit irgendwas vorne dran und dieses irgendwas müsst ihr hier kopieren und hier einfügen. Und natürlich braucht ihr auch euer mytum Passwort und dann einfach login. Das kann man wieder schließen. So, jetzt seid ihr angemeldet und gebt hier einfach ein Visual Studio 2013 klappt leider nicht, da bekommt ihr eine leere Suche. Aber ihr geht dann einfach ein bisschen weiter runter und hier Microsoft Visual Studio Professional Premium und Ultimate müsste auch noch irgendwo sein. Sehe ich jetzt aber gerade nicht. Mir ist es egal, weil ich hole mir sowieso das Professional. So, jetzt werdet ihr hier runter weitergeleitet und hier könnt ihr jetzt aufpassen. Müsst ihr aufpassen, es gibt nämlich einmal den Webinstaller und die normale Datei. Je nachdem, was ihr wollt, ich werde mir hier die normale Datei holen. Ist natürlich alles kostenlos, denn ihr seid, kriegt es von der TU kostenlos, also zur Verfügung gestellt durch den DreamSpark-Account. So, das ist jetzt im Warenkorb. Dauert ein klein wenig. Was? Ah, okay, ich habe mir das bereits gekauft, deswegen kann ich es mir nicht downloaden. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ihr klickt einfach in den Warenkorb und bestellt und klickt euch da durch. Ich kann mir das hier bei meinen Bestellungen nachschauen. Ich habe hier einmal, wo ist es denn? Hier. So, und kann mir das jetzt hier downloaden. So, da brauche ich einmal das hier. Das hier habe ich schon heruntergeladen. Den müsst ihr euch zuerst herunterladen und installieren. Okay, das startet automatisch. Hatte ich. Das finde ich cool. Einfach hier, wenn ihr dann das gedownloadet und installiert habt, das hier downloaden, da kommt ihr normalerweise. Müsst ihr in den Download. Okay, es wurde in den temporären Ordner gespeichert. Egal. Bekommt ihr das normalerweise in euren Download-Ordner? Einfach Doppelklick drauf, dann müsste sich dieser SDM hier, SDM heißt es, Secure Download Manager, müsste sich starten und einfach auf Download klicken. Das dauert jetzt ein bisschen. So, das könnt ihr aber zumindest schon mal schließen. Braucht ihr nicht mehr. Das, ihr kommt irgendwann, während, ihr kommt ihr genau auf dieses Fenster und das braucht ihr, denn es gibt hier diesen Produktschlüssel und den müsst ihr euch merken. Also den braucht ihr zum Aktivieren. Ansonsten habt ihr nur eine, ich glaube, 30 Tage Testversion. So, das wird sowieso gelöscht beim nächsten Temp-Löschen. So, und jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Download fertig ist. Und
Ja, für euch überspringe ich diese Zeit einfach mal kurz und wir sehen uns gleich wieder, wenn der Download fertig ist. So, jetzt ist der Download fertig. Wir können hier also auf Starten klicken und kommen hier in unseren Download-Ordner und bekommen jetzt hier eine ISO-Datei. Das ist so eine komische Dateiart, weiß ich nicht. Und die müssen wir öffnen. Dafür brauchen wir einen ISO-Opener. Klicken hier also auf Google ISO Opener Chip Download. Wie immer, alles bei Chip. So. Hier ISO-Datei öffnen zum Beispiel. So, mit ISO-Dateiendung werden Abbilder von CDs oder DVDs versehen. Die ISO-Datei öffnen Sie, indem Sie diese in einem virtuellen Laufwerk einlesen. Zum Öffnen der ISO-Datei die Freeware Daemon Tools Lite zum Download an. Daemon Tools Lite haben wir hier gesehen. Also einfach Download. So, müsste gleich kommen. Startet ja automatisch. Datei speichern. Ist auch schnell heruntergeladen. Ach, können wir schließen? Haben wir ja hier auch noch mal, schon mal offen. So. Laufen. So. Währenddessen können wir hier wieder die Liste leeren. Das brauchen wir nicht mehr. Genauso wenig wie das hier. Das brauchen wir schon noch. So, weiter. Akzeptieren wir. Wir nehmen die kostenlose Lizenz. So, was brauchen wir hier alles? Startmenüverknüpfung, von mir aus Desktop-Verknüpfung, okay. Image-Verknüpfung, was ist das? Egal, was steht da? Dateiverknüpfungen erstellen, ja, von mir aus. Nimm das Gadget zum schnellen Zugriff auf die Hauptfunktion von dem Tools vom Desktop aus. Nein, das brauchen wir nicht. Also ich nicht. Dann benutzerdefinierte Installation, Wildsmoke Community Tuber. Nein, möchte ich nicht. Dann die Kondit als Standard. Nein, nehmen wir auch nicht. Nein, also das ist wieder Werbezeug da, das kann man weglassen. Dann Tuner Batteriestatus 2014. Das ist was echt cool ist, aber ich persönlich will es jetzt nicht. Also installieren, also das ist wieder lauter Werbezeug, das da mit installiert wird, da muss man aufpassen. Deshalb immer auf benutzerdefinierte Installation klicken. So, das müsste jetzt eigentlich, schauen wir mal auf die Details, entpackt, virtuelle Laufwerke werden aktualisiert. Jetzt, komm mal. Bisschen schneller. Noch ein bisschen. Das ging so schnell, jetzt hängt es hier. Schauen wir mal, können wir irgendwas schließen währenddessen? Nein, können wir eigentlich. Doch, das hier kann man schließen. Brauchen wir nicht mehr. Was war das jetzt? Installieren von Gerätetreiber Software, ja, von mir aus. Okay. Müssen wir ein bisschen warten noch. Ah, Verbindung möglich. So. Das wird gestartet. Ja, das ist wieder so ein Dankteil, dass wir es installiert haben. So, jetzt brauchen wir. Wo ist es denn? Nein. Okay. Ich habe mir den vorher auch noch nicht gedownloadet. Also ich weiß jetzt auch noch nicht, wie man den genau benutzt. Ach, Moment mal, haben wir ja schon. Wir haben ja schon eins hier. Können wir das wieder entfernen? So. Und da hauen wir jetzt rein. Wo ist er denn, der Down? Ah, hier, Bibliotheken. Nein, Favoriten. Downloads. Da haben wir jetzt das rein. So, und die Exe führen wir aus. Und da haben wir jetzt schon die. Also, es ist wirklich sehr umständlich, muss ich zugeben. Das hier können wir mal. Wo man das rein? Allgemein.
So, wir stimmen den Lizenzvertrag zu. Ja, da könnt ihr jetzt Programm zur Verbesserung der Visual Studio Benutzerfreundlichkeit, könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr da mitmachen oder nicht. Ich nicht. Dann Blend, Light Switch, ja, ich habe da alles mal an. So, installieren. Und jetzt dauert es wieder bis. Ja, da kommt noch eine Meldung. Jetzt dauert das wieder ein bisschen. Systemwiederherstellungspunkt wird erstellt. Also, wie gesagt, es dauert jetzt ein bisschen. Er muss jetzt alles installieren, was wir da ausgewählt hatten. Und es gibt hier an dieser Stelle wieder einen Cut und wir steigen wieder mit ein, sobald er fertig ist. Und endlich, nach einer gewissen Zeit, ist die Installation abgeschlossen. Hier, das Setup wurde erfolgreich abgeschlossen. Dann können wir starten. Das können wir auch schließen. Und hier, das hier können wir beides löschen. Okay, können wir nicht. Mist, 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 das stellt sich in den Vordergrund. Aber es müsste jetzt gehen, oder? Nein. Geht auch nicht. Das wird von irgendwas gebraucht. Wahrscheinlich ist dieses virtuelle Laufwerk noch vorhanden. Das muss man dann separat. Nein, hier leider nicht. Muss man separat löschen. So. Hier anmelden. Das minimieren wir erstmal. So, jetzt dauert das ein bisschen. Nein, ach, anmelden, nein, 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 falsch. So, anmelden braucht sie nicht. Vielleicht später könnt ihr klicken, habe ich falsch gemacht. Mit einer vertrauten Umgebung starten. Hier könnt ihr es auch suchen, mit was ihr startet. Ich starte immer mit Allgemein. So, welches Farbschema wollt ihr? Es gibt hier das Blaue, das Dunkle oder das Helle. Ich persönlich werde das Blaue nehmen. Ich habe auf dem Laptop das Helle, aber und werde hier mal das Blaue nehmen. Oder vielleicht sollte ich das Dunkle nehmen. Ich weiß nicht. Nein, ich glaube, ich bleibe beim Blauen. Und das könnt ihr auch nachträglich wieder ändern, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Ich werde jetzt fürs erste Mal beim Blauen bleiben. Und es wird jetzt für die erste Verwendung vorbereitet. Kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Normalerweise sollte es schnell gehen. Währenddessen können wir ja nochmal schnell schauen, ob sich das endlich hier löschen lässt. Nein. Okay, dann machen wir das jetzt anders. Task Manager. So. Hier das Global Liked. Beenden. Jetzt müsste es funktionieren. Zum Löschen. Nein, noch immer nicht. Ja, was haben wir denn noch? Das brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir. Diffix Update können wir auch mal beenden. Firefox brauchen wir noch. Java-Update brauchen wir im Moment auch nicht. Startet sich sowieso immer wieder neu. Dann brauchen wir auch noch nicht. Den Updater können wir vorerst beenden. Genauso wie den hier. Müsste eigentlich jetzt aus sein. Es müsste funktionieren. Was? Weil der Ordner das braucht. Dann machen wir das nochmal neu. Geht auch so. Okay, spätestens nach dem PC-Neustart lässt sich das löschen. Egal. So, jetzt braucht das tatsächlich etwas länger. Wir können schon mal den Papierkorb leeren. Ja, dann würde ich mal behaupten, ich mache hier wieder einen Cut und es geht weiter, wenn das endlich fertig ist. Oder nein, noch was Besseres. Ich lasse es einfach laufen und lasse es vorspulen. Und da ist es auch schon fertig. So,
Die Startseite, lernen Sie neue Ankündigungen, lernen Sie Neuheiten kennen. Also wer das durchschauen möchte, kann das gerne tun. Ich werde es nicht. So. Und hier habt ihr jetzt euer Visual Studios bereit. Ihr könnt da jetzt Projekt anlegen, programmieren, was immer ihr wollt. Also viel Spaß damit. Ach, halt, warte, ich habe fast was vergessen. Nämlich hier oben. Nein, 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 nein. Das war's auch nicht. Ihr müsst es nämlich noch. Kontoeinstellungen. So, diese Lizenz läuft nämlich in 30 Tagen ab. Und jetzt müsst ihr, also wenn ihr das mal über den DreamSpark-Account gekauft habt, Produktlizenz ändern. Product Key müsst ihr hier eingeben und das ist der hier. So, anwenden. Und schon fertig. Jetzt habt ihr die Vollversion von Visual Studios. Und jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit euren Projekten. Ciao!